Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute werfen wir mal einen Blick in den Parfümerie Bäcker Adventskalender und hier habe ich die Variante für die Herren. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Der Adventskalender kostet 79,99 € und soll einen Warenwert von 320 € beinhalten. Und nicht nur ich habe ihn bestellt, sondern auch die liebe Nicole vom Kanal Chiquitas Place für eine zweite Meinung, schaut gerne bei ihr vorbei. Und ja, der sieht genauso aus wie alle anderen auch. Die haben alle genau das gleiche Design. Aber ich würde sagen, wir schauen mal hinein und gucken, ob der Inhalt ein bisschen anders ist als bei den anderen Adventskalendern. Genau, und solltest auch du Teil der Crew werden wollen, abonniere doch super gerne meinen Kanal und begleite mich auf meiner kleinen, aber feinen Beauty-Reise. Ich habe es jetzt ein bisschen geschickt gemacht. Die sehen alle gleich aus. Ich habe ihn vor mich hingelegt, da kann ich ihn einfach öffnen und habe einen anderen im Hintergrund stehen. Wir starten am 1. Dezember mit dem Versace Eros. Leute, ganz ehrlich, der Lancôme Mix Brands Adventskalender ist ja noch nicht raus. Ich glaube, das könnte gegebenenfalls eine Alternative sein. Jetzt schon mal. Genau, das ist das Duschgel hier am Start mit 100 Millilitern. Da weiß ich auch schon ganz genau, wenn ich damit sehr, sehr glücklich machen kann. Und das ist immer sehr nice, wenn man halt die Möglichkeit hat, diese ganzen hochpreisigen Düfte in Form von solchen Duschgels oder Bodylotions auch zu testen. Ne? Und genau, deswegen finde ich schön, dass es hier mit drin ist, aber ich hoffe, dass wir hier nicht sehr viel Duschgel drin finden werden. Ich glaube, das waren nämlich die anderen Jahre bei dem anderen Adventskalender von Lancôme immer der Fall. Der 2. Dezember ist klein, aber hoffentlich fein. Mal gucken, was wir hier drin finden dürfen. Es ist ein Tool. Okay, das hatten wir letztes Jahr auch schon mal irgendwo mit bei. War das nicht auch in dem Bäcker Adventskalender? Das ist ein Schlüsselanhänger von Tommy Hilfiger. Das Ding hat aber witzigerweise einen relativ hohen Wert. Ja, bin ich abgefahren. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3. Eine Miniatur, Leute. Das habe ich meinem Papa nämlich zum Geburtstag dieses Jahr geschenkt. Deswegen bin ich schon bei dem Duschgel auch sehr hellhörig geworden. Das ist das Versace Eros Eau de Toilette mit 5 Millilitern. Ich meine, habe ich ihm davon die Eau de Parfum-Version geschenkt? Bin mir gerade nicht ganz so sicher. Es gibt auch einen anderen Parfümerie-Bäcker-Adventskalender. Verlinke ich euch im i. Da läuft gerade eine richtig geile Verlosung, wenn ihr sowas scharf findet. Ne? Und genau, hier haben wir dann einmal die Miniatur. Viele sammeln die ja auch. Ne? Und wenn du halt sagst, ich möchte es halt einfach nur irgendwo stehen haben, füll dir das in diese kleinen Umfüllgeschichten um einfach. Gibt es bei Amazon für ein Appel und ein Ei, holt euch die einfach, ne? Und dann habt ihr aber trotzdem diesen süßen Flakon irgendwo stehen und das ist eigentlich ganz hübsch. Hier haben wir die Nummer 4 und sie ist riesig. Und hier sehen wir auch, die Boxen sind ein bisschen gebrandet, aber ich finde es sehr, sehr zurückhaltend. Ist das ein T-Shirt? Was ist das? Calvin Klein Fragrances. Was ist das? Das sieht nicht nach so einem typischen Easy Peasy Werbegeschenk aus. Das ist ein Tuch. Was ist das für ein Tuch? Hier ist auf jeden Fall auch noch irgendwas drin. Micropack, keine Ahnung. Ist das ein Halstuch? Wie verwendet man das? So? Kann ich mir vorstellen, ne? Als Halstuch? Keine Ahnung. Was macht man mit so einem Tuch? Fühlt sich richtig schön an. Was macht man damit? Ein Bandana. Für die Haare. Welcher Mann, der Calvin Klein verwendet, macht sich das so um die Haare? Keine Ahnung. Kannst du sonst auch wahrscheinlich als, keine Ahnung, hier Tischdecke oder so nehmen? Oh, ich glaube, wir mögen alle gerne diese kleinen Boxen. Der 5. Dezember enthält ein Unisex-Produkt. Oh, schön. Estée Lauder Advanced Night Repair Eye Supercharge Complex. Das sind 3 Milliliter drin. Eine Augencreme mit 3 Millilitern von Estée Lauder finde ich vollkommen in Ordnung. Ne? Habe ich gesagt, 320 € wert sollen hier drin sein. Das wird natürlich ausgerechnet. Das ist wirklich eine kleine Augencreme. Koffein hast du hier auch mit dabei, was immer sehr, sehr charmant ist. Das macht ja so einen Wachmacheffekt, ne? Ja, nicht schlechter Specht. Ja, wenn das ein Tag vor Nikolaus drin war, was ist dann an Nikolaus drin? Vielleicht eine Bodylotion? Oder Dolce & Gabbana ein Duschgel? Ja, macht die Männer sauber. 75 Milliliter sind hier drin. Und dann gucken wir mal. Also eine wunderschöne Verpackung, das auf jeden Fall. Oh, riecht sehr würzig aquatisch, würde ich sagen. Keine Ahnung, ist es dann das K? Ich weiß es wirklich nicht. Ich versuche euch ja auch die Preise zu recherchieren. Manchmal ist es ein bisschen schwieriger, da mache ich circa Preise. Aber sehr edel.
der 7. Dezember. Oh, hier sind zwei Sachen drin. Einmal haben wir Natto-Kollagen Boost von Annemarie Börlind. Das ist ein Gesichtsfluid mit 5 Millilitern. Ja, es ist eine kleine Größe, aber von einer recht guten Marke. Kollagen ist immer sehr, sehr angenehm. Verwende ich auch ganz gerne. Abends vor allem, wenn ich so richtig krass Wirkstoffpflege machen möchte und dann etwas brauche, was meine Haut ein bisschen auch beruhigt, ne? Und Kollagen ist halt ein super sanfter Wirkstoff. Das ist wirklich eher so was zum Verreisen von der Größe her. Aber das ist nicht schlimm, denn in diesem Büchslein ist noch etwas weiteres drin. Burberry Hero, sehr interessant. Das Duschgel, Leute, das ist das dritte Duschgel mit 30 Millilitern. Ich liebe ja das Burberry Goddess. Ich weiß nicht, ob das hier die männliche Ergänzung dazu ist. Kann ich jetzt so nicht durchriechen. Ja, müssen wir mal gucken. Aber es ist das dritte Duschgel und das schon am 7. Dezember. Oh, die Nummer 8 aufmachen, das ist kracht und die ist auch sehr, sehr voll gepackt. Sind da Socken drin? Also, der Wahnsinn. Nein, das ist eine Mütze. Auch von Calvin Klein. Ja, da sind lose Fäden dran. Die machen wir jetzt mal ab. Aber da steht Calvin Klein drauf. Calvin Klein Fragrances. Okay, okay, aber das ist so eine Beanie-Mütze. Wie rum muss man die denn da machen? Ich weiß es nicht. Also, so schaut sie aus. Hier ist das Logo. Das will man ja auch nach außen eigentlich zeigen. Muss man die dann so aufziehen? Ich habe eine Mütze drauf, ne? Ziehe ich sie einfach nochmal drüber. Jo. Einfach hier so. Das funktioniert nicht, Claudi. Man muss dafür einen Kopf und nicht so viel Widerstand haben. Aber es ist halt auch eine süße Zipfelmütze, ne? Süß. Und Rot mag ich ja ganz gerne, weil wir gehen ja auch viel mit Sammy auch im Winter spazieren, ne? Und wenn es dann dunkel ist, ist es sehr, sehr uncool und unklug, wenn man dunkle Kleidung im Wald anhat zum Beispiel oder an der Straße. Dann kommen solche Signalfarben echt gut. In der Nummer 9 dürfen wir uns auch wieder über zwei Produkte freuen. Hier beschwere ich mich dann auch nicht, dass wir eine Zahnpasta drin haben. Das ist von Marvis die Whitening Mint mit 10 Millilitern. Und ja, die habe ich aktuell in Anwendung, verwende sie aber nicht jeden Tag. Einfach weil die durch dieses Whitening, ne, meistens ein bisschen einen zu hohen Abriebwert hat für die Zähne. Und das zweite Produkt ist das Aqua Power Advanced Gel von Biotherm Om. Das ist fürs Gesicht Ultra Moisturizing Moisturizing. 20 Milliliter. Moisturizing and Strengthening, also das soll Feuchtigkeit spenden und quasi stärken. Da gehe ich mal von der Hautbarriere aus. Finde ich auch sehr charmant, dass wir hier Skincare aus der Om-Reihe drin haben. Denn Männer haben meistens auch eine etwas andere Haut oder ein etwas anderes Hautbedürfnis, weil sie eine dickere Lederhaut haben als wir Frauen. Mal sehen, wie es in der Nummer 10 weitergehen wird. Was ist meine Haare los hier? Hier haben wir auch wieder Estee Lauder drin. Also manche Sachen kann die Frau natürlich dem Mann mopsen, wenn man möchte. Ne? Advanced Night Repair, das Intense Reset Concentrate. Hier sind 5 Milliliter drin enthalten. Das ist ein kleines Produkt. Ich meine aber, dass es nicht dieses klassische ist, oder? Doch, das ist das Klassische. Das Klassische, was ich leider nicht ganz so gut vertrage. Okay, könnte daran liegen, dass das halt, halt Wirkstoffe enthält, die für mich abends dann nicht unbedingt was sind. Resveratrol, Algenextrakt. Oh, Salicylsäure. Deswegen habe ich das vielleicht nicht vertragen. Das könnte das sein. Hier, wie gesagt, würde ich dann mit sensibler Haut erstmal vorsichtig antesten. Auch der 11. Dezember lächelt mich schon sehr an. Mal gucken, was ich so bieten kann. Ein Parfüm. Nein, wie geil. Nein, wie blöd. Oh nein, das ist super ärgerlich, Leute. Ich habe es meinem Freund letztens gekauft, weil ich ihm das zu unserem Jahrestag schenken wollte. Im November sind wir nämlich 19 Jahre zusammen und wir waren im Müller. Und dann habe ich ihm gesagt, hey, riech mal an dem Phantom von Rabanne. Vielleicht magst du den Duft ja. Und er hat dran gerochen und fand den richtig gut. Sagt dann aber zu mir, Claudi, der ist aber viel zu teuer. Ne? Ich sage, ja, der ist viel zu teuer. Und dann habe ich den am Abend nämlich bestellt online und wollte ihm den dann schenken, so als kleine Überraschung. Zack, ist er hier mit drin. Oh nein, wie ärgerlich. Oh nein, oh nein. Ja, hier ist er auf jeden Fall. Das ist witzig. Das ist jetzt gerade wirklich, wirklich sehr Zufall. Oh, selbst das sieht gut aus. Es sind 10 Milliliter hier drin und das riecht so unglaublich gut. Ach Mann, hätte ich das vorher gewusst, ne? Der riecht nämlich wirklich sehr, sehr so, wie mein Freund ihn auch mag. Der hat was Holziges mit dabei, was Waldiges, aber auch eine zitrische Komponente. Eine ganz leichte, aquatische Sache auch mit am Start. Ja, konnte ich das, was ich bestellt habe, eigentlich zurückschicken, weil das kann ich ihm ja schenken, ne? Oh nein, und das ist einfach random in der 11 drin. Wunder, was in der 24 dann drin sein möchte. Wahnsinn. Die Nummer 12 ist super schwer. Hier haben wir sicherlich irgendeine Gesichtscreme oder so drin. Oh,
Nein, das ist die Biotherm Blue Peptides Uplift Cream. Das ist ja krass, mit 15 Millilitern. Das ist wirklich heftig, Leute. Das ist kein günstiges Produkt. Entschuldigung, aber was hat sich denn bitte schön... Also die wollen nicht kleckern, sondern klotzen hier. Das ist ja unglaublich. Ja, das ist eine Peptidcreme und Peptide brauchen wir halt, um die Hautbarriere zu stärken. Und das soll halt auch so ein bisschen Slow Aging dann wahrscheinlich wirken, ne? Wow. Auch unsere zweite Gesichtscreme in dem Sinne, aber ne? Wenigstens hat diese Duschgel-Ära mal aufgehört. Aber was ist das bitte schön für ein geiler Adventskalender bislang? Erste Halbzeit, erste Sahne. Ich habe eben noch mit Nicole telefoniert, muss ich ja gestehen, ne? Sie hat eben schon ausgepackt, der 13. Dezember, und mir gesagt, na, ich bin mal gespannt, was du so zum Adventskalender sagen wirst. Und ich so, warum? Ja, ja, pack mal aus. Ich sag, sind die geil oder sind die schlecht? Ja, sind schon geil. Sie hat so recht. Oh mein Gott. Hier haben wir das Emporio Armani Stronger With You. Wow, auch als Miniatur drin enthalten. 7 Milliliter finden wir hier. Und so schaut das einmal aus. Ich denke auch, dass ich meinem, ja, ich habe keine Ahnung, wie Verwandtschaftsverhältnis, von meinem Freund, von meinem Freund, die Mutter, davon der Mann. So, Schwiegerpapa in Spee, irgendwie so, der mag sehr, sehr gerne Düfte und ich glaube, ich mache ihm dieses Jahr so einen kleinen Miniaturen-Adventskalender. Hm? Wow, schon die dritte Duftsache hier drin. Ja, das Ding nimmt hier richtig Fahrt auf, der 14. Dezember. Rituals, auch das wäre was für ihn. Ich glaube, der ganze Adventskalender, egal. Der OM, Schauerfoam mit Zedernholz und Vitamin E-Komplex. 50 Milliliter sind hier drin enthalten. Heute haben die nämlich noch, also besagter Schwieger, Stief, Schwieger, Papa in Spee und die jeweilige Frau dazu, heute noch auf Julius aufgepasst. Und dann hatte ich ihm auch in einer großen Größe etwas aus dem Rituals Adventskalender mitgebracht, was in einer 24 drin war. Und genau, das bringe ich ihm einfach nächste Woche mit. Aber es ist wieder ein Duschgel. Das muss man kurz erwähnen. Es ist zwar ein Duschschaum, aber trotzdem ist es zum Duschen da. Minimale Kritik, muss ich der Adventskalender gefallen lassen. Ja, zum Beispiel, dass ich die Nummer 15 gerade nicht finde. Hier. Hab sie gefunden, dann schauen wir mal hinein. Ein Tübchen ist drin, Handcreme. Darf auch nicht fehlen, 20 Milliliter von der Biotherm Biomar. Das ist eine Handcreme, ne? Hand- und Nagelcreme. Und Handcreme finde ich immer super wichtig. Gerade in der trockenen Jahreszeit oder halt auch ne, im Winter. Wenn dann sowohl Männer als auch Frauen am Holzhacken sind oder am Schnee schieben oder so, dann kommt es ganz gut, wenn man dann halt nochmal so ein bisschen drin etwas mehr Pflege machen kann. Und ja, das ist doch nice. Genauso nice, wie ich die Größe von der Nummer 16 finde. Mal gucken, was wir hier drin finden. Nee, das ist keine Miniatur dieses Mal. Es ist eine Augencreme. Auch hier ein bisschen vorsichtig sein, denn das ist eine Retinol-Augencreme. Ne? Von Biotherm die Biotherm Blue Pro Retinol Eye Cream mit 5 Millilitern. Das ist ein richtig tolles Produkt, wenn man Retinol gewöhnt ist und Retinol mag. Ne? Da vielleicht mal das Video angucken zu den Wirkstoffen, was ich gedreht habe. Ein bisschen vorsichtig rantesten. Ich würde das eher abends empfehlen. Ist aber so der Slow Aging Wirkstoff schlechthin. Mir kommt das so ein bisschen vor, als würden die hier echt so einen Ersatz für den anderen machen wollen, den wir bislang noch nicht gesehen haben. Das ist einfach heftig, was wir hier finden. Also wirklich krass. Eine Woche vor Heiligabend habe ich hier den 17. Dezember. Nein, das haben wir nicht gemacht. Das ist krass, Leute. Das ist eine Originalgröße von dem Biotherm Blue Retinol Serum Night. Auch hier steht extra darauf Night, ne? Weil es ein Serum ist mit Retinol drin. Da sind, glaube ich, 30 Milliliter drin. Das ist eine Originalgröße. Das ist so teuer. Ja. Wahnsinn. Für mich ist es sogar zu krass, also dass ich das halt nicht so gut vertragen habe. Wahrscheinlich würde ich es besser vertragen, wenn ich das eigentlich... Hier steht zwar Tester drauf, aber drauf geschissen, ganz ehrlich. Ich würde es wahrscheinlich besser vertragen, wenn ich das nur alle 2 Tage genommen hätte damals. Ne? Aber ich habe es auch schon mal leer gemacht. Ja, wow. Ich weiß nicht, stört euch das, wenn da so Tester drauf steht? Mich bei einer Originalgröße in dem Umfang hier gerade gar nicht. Wow, so, herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Hier haben wir den 18. Dezember. Shiseido Men haben wir hier. Das ist ein Serum, Ultimmune Power Infusing Concentrate mit Triple Chubaki Technology. 10 Milliliter sind hier drin. Und auch das ist eher so eine Richtung ja, Slow Aging, Feuchtigkeit spendend und so weiter. Habe ich schon für die Frau verwendet, ne? In Rot oder dunkelrosa quasi gibt es das ja. Und das hat mir sehr gut gefallen.
Ja, haben die Männer hier auch noch ein bisschen Spaß dran, ne? Aber es ist jetzt Serum hinter Serum, finde ich jetzt ein bisschen öde, muss ich sagen. Das hätte man ein bisschen besser aufteilen können. Und es ist das dritte Serum, das heißt, theoretisch dürfte nicht noch ein Serum kommen. Ich da so eine kleine Größe. Ja, wenn wir hier mehr als 3 Parfümminiaturen drin haben, dann lässt er euch vor allem nicht. Dann beschwere ich mich natürlich nicht, ne? Wäre ja bekloppt, wenn ich das machen würde, auch wenn ich selber nicht verwende. Hier haben wir eine kleine Größe drin, Burberry Hero. 5 ml sind hier drin enthalten. Und ich glaube, das ist für die Männerwelt ein richtig toller Adventskalender. Oder für Leute, die halt diese herberen Düfte mögen. Ne? Das ist ja auch Jacke wie Hose, ob du dir das jetzt als Frau oder als Mann holst. Aber es ist halt eher so, dass solche Düfte dann von Männern verwendet werden. Und ja. Das finde ich schön. Herzlich willkommen im 20er-Bereich. Der Adventskalender macht Spaß. Mal gucken, ob er das jetzt in dem Endspurt Richtung Heiligabend so fortführt. 24 Hours Cream von Dr. Eckstein. Kenne ich nicht den Menschen. 50 ml. 24 Stunden Creme. Eine Gesichtscreme. Siehst du wohl. Ist auf jeden Fall praktisch. Ist jetzt unsere dritte Gesichtscreme. Das heißt, da sollte es jetzt auch mit gut gewesen sein. Ich weiß gar nicht, was ich... Mir gehen die Superlative ja sowieso aus. Und das ist der erste, den ich jetzt für mich aus dieser Region auspacke. Ich habe hier noch die 3 anderen stehen. Die sind dann wahrscheinlich auch schon online, aber Halleluja. Der Nummer 21. Hier sind 3 Produkte drin. Ich falle vom Glauben ab. Hier haben wir einmal das Mont Blanc Legend Spirit Eau de Toilette mit 7,5 ml drin. Schön. Das ist ein Sprüher. Ne? Sowas wird mein Freund auch gut finden. Es riecht schon sehr, sehr herb. Hat aber auch was Aquatisch und sehr Würziges mit drin. Das ist schon ein schöner Männerduft, ne? Ist schon sehr, sehr schön. Kann ich mir aber auch sehr gut bei meinem Papa vorstellen. Dann haben wir als weiteres Produkt hier mit drin enthalten, auch aus der Reihe, den Aftershave Balm mit 30 ml. Das finde ich cool, dass man sowas dann auch entsprechend als Set zusammenpackt. Denn hier haben wir auch noch aus dieser Reihe das Duschgel drin. Es sei Ihnen verziehen, es ist im Set hier am Start. Auch mit 30 ml. Genau, also sauber wird der Mann hier auf jeden Fall, ne? Und wenn man dann halt die Möglichkeit hat, das alles so in Kombination zu verwenden, ist es, glaube ich, echt nice. Was für ein krasser Adventskalender. Der 22. Dezember ist auch sehr, sehr schwer. Und hier haben wir drin Clinique for Men Antiperspirant, ein Deodorant Roll-On mit 75 ml. An und für sich richtig geil. Mein Freund verwendet jetzt keine Deo-Roller. Und ich glaube, auch die meisten Männer in meiner Umgebung sind da jetzt nicht ganz so für zu haben. Ich rieche eh nichts mehr. Ich rieche nur diesen Duft. Und der ist sehr, sehr angenehm. Aber es ist geil, in einem Adventskalender auch ein Deo drin zu finden. Weil das ist ja das neben Duschgel, was am meisten bei Männern leer geht, glaube ich. Ne? Der 23. Dezember, ein Tag vor Heiligabend, dürfen die Männer nochmal duschen. Okay. Tommy Hilfiger, das Impact habe ich hier als Hair and Body Wash. Lassen wir es als Shampoo durchgehen, okay. 30 ml sind hier drin enthalten. Ist doch schön, dass wir hier, genau, wir haben ja gar nicht so diese exzessive Bartpflege und so weiter, was man sonst bei diesen Männer-Adventskalendern halt auch mittlerweile so findet. Und wir haben jetzt zur zweiten Hälfte oder generell nach diesen beiden 3 Sachen, die wir vorher drin hatten, ungefähr gar keine Füllprodukte mehr drin gehabt. Das ist krass. Schauen wir mal, was die 24 uns jetzt bereithält. Denn auch die ist sehr, sehr groß und schwer. Hier haben wir auch wieder 2 Produkte drin enthalten. Einmal Déclaré Switzerland Man Face and Body Soap. 100 Gramm sind hier drin enthalten. Mit Shea Butter. Also definitiv etwas, was man von Kopf bis Fuß verwenden kann. Und wenn es ganz hart auf hart kommt, halt einfach für die Hände verwenden kann. Gesichtsreinigung, Rasur, Haarwäsche. Pflegende Seife mit herrlichem Duft. Gucken wir mal, wie herrlich dieser Duft so ist. Der ist wirklich herrlich. Und dann gibt es hier auch noch als Miniatur von Michael Kors Pour Homme das Eau de Parfum mit 5 ml drin. Alter Schwede! Was haben die hier für einen Adventskalender gebastelt? Das hatte ich auch in einem anderen Adventskalender jetzt schon dieses Jahr in den Händen. Aber Wahnsinn. Ja, safe haben wir hier 320 Euro auf dem Tisch stehen. Das ist ja gar keine Frage, oder? Ich bin wirklich baff. Was ein schöner Adventskalender. Hier sind nicht nur Mini-Fitzelgrößen drin, hier sind Full-Sizes drin enthalten. Hier sind Parfümminiaturen drin, hier sind nützliche Tools drin, weitestgehend. Parfüm, viel zum Duschen. Ja, okay. Aber geil, oder? Also was ist das für ein wundervoller Adventskalender? Kann ich euch empfehlen. Ich glaube wirklich, dass das auch ein Adventskalender ist, den Männer, die jetzt nicht so unbedingt die Pflegefreunde sind,
sehr toll finden werden. Schreibt mir aber gerne eure Meinung mal in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt auf euer Feedback und auch den Link zum Adventskalender setze ich euch in die Infobox. Und wenn es dir hier gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.